Dieses Spiel heißt Baisu. Weil der Hund wird die Gegner immer alle beißen. Und da das Spiel ein japanisches Spiel ist, heißt es natürlich Baisu. Comedy habe ich erfunden. Let's go. Gehen wir rein, Chat. Meine Taschenlampe, mein Hund. Oh, damn. Das reicht. I fell asleep again. It's almost 10 p.m. I should finish up some work and head back home. Boah, ich bin jetzt schon innerhalb der Vier-Stimmung. Imse Roxy Diddle, Alter. Dankeschön für 4 Monate. Bin jetzt schon in alte Vier-Stimmung, weil die AI-Stimme. Die haben wir in irgendeinem anderen Spiel gehört. Das ist eine fucking AI-Stimme. Und die ging mir in dem Spiel, was wir gespielt haben, ging mir die übelst auf den Sack. Und jetzt schon gar keinen Bock mehr. Ich habe die Stimme jetzt gehört. Jegliche Lust verloren. Jegliches Interesse verloren. You can use numkeys or your voice to command. Bella, ich kann mein Bella mit Voice command. To activate voice commands, press you can use these commands or say stay. Orders Bella to stay or say follow, order to follow you or say search. Orders Bella to search the place if there is something interesting. Das ist hier Hunting Ground auf der PS2 Chat. Follow. Ja, so. Ich hoffe einfach, der redet einfach nicht im Spiel. Okay, was ist unser Job? Wir suchen wohl irgendeinen Mörder oder so. Wir arbeiten bei der FBI. Und wir sind hier, um zu protecten und zu serven. Wrong target. Weh, dem Hund passiert was. Alte 4, wenn Hund was passiert. Kann damit nicht interagieren, okay. Oh. Hunting Ground ist mega. Ja, haben wir mal hier im Stream mal angefangen, aber nie beendet. Also wird das abgebrochen wie Hunting Grounds, ja. Aber Hunting Grounds war nicht ganz so scheiße wie das hier. Jedenfalls von der Stimme. Da waren gute Stimmen. Und Mike, was geht ab, hi? Also wenn wir jetzt in das Haus reingehen, und das ist auch ein Asset Flip. Alter 4. Let's check it out. Ich dachte, der Hund steigt mit aus. Aber ich hab vergessen, Hunde können ja gar keine Türen öffnen, ne? Oh nein. Ich gehe nur kurz einkaufen, ne? Ich bin gleich wieder da. Ja, ist natürlich doof, dass gerade 40 Grad sind und es mitten ins Auto rein, reinscheint. Aber da musst du durch, ne? Ich bin gleich da. Vielleicht gehe ich auch noch zum Aldi. Okay, ich lass ihn raus. Follow. Bella, Ruckzuckieb! Bella ist nicht gut genug trainiert. It's locked and no one is answering the door. Let's try to find another way in. Bella sitzt, plaschert. Alter, Bella! Finale Explosion!
door. Check inside. Hello? Anyone home? Habe ich eine Taschenlampe? Ich habe keine Taschenlampe. Liegt hier zufällig irgendwo eine Taschenlampe? Kann ich den Kerzenständer mitnehmen? Chat, läuft das Spiel bei euch scheiße im Stream? Ricky Keks, einer von euch da, kann er mir sagen, wie viel FPS ich habe? Und hallo, Palkab. Herr Ricky und Keks könnten mir sagen, ob ich 59 FPS habe oder 61. Das könnten die mir sagen. Ja, ich check's auch nicht. Welcher Polizist geht nachts in irgendein Haus, um irgendwas zu inspekten und hat keine Taschenlampe dabei? Also wir arbeiten hier als Amateur, Alter. Hallo? Jemand zu Hause? Sind keine 60 Frames. Warte hier. Dieses Lumen-Scheiß, das frisst immer sehr viel Performance, ne? Im Auto nachgeschaut? Nein. Vielleicht habe ich wirklich im Auto eine Taschenlampe. Oder ich finde gleich noch eine. Oh, Kerze? Kann man nicht anmachen. Ja, komm, ich bin hier noch am Eingang. Lass schnell kurz zum Auto nochmal gehen. Nicht, dass ich jetzt wirklich das ganze Haus ablaufe und mich gleich aufrege, dass alles so dunkel ist, obwohl ich hätte in den ersten 10 Sekunden eine Taschenlampe mitnehmen können. Nee. Nee, kann ich nicht. Und hey Pika, was geht ab? Was ist das für ein Spiel? Ein Horrorspiel. Es ist noch nicht richtig, hat noch nicht richtig angefangen, deshalb hol dir schnell eine Windel. Ich hoffe, Chat, ihr habt euch auch alle stimmungsvoll vorbereitet für den Stream. Habt auch schön Licht überall ausgemacht und die Rollos runtergezogen. Und Kit, ich hoffe, du hast heute deine Kopfhörer auf. Footprints and traces of blood. Wo? Someone definitely climbed through here. Made it forcefully. Maybe I could find more clues. Digga, was für Footprints und Blood? Ach, hier, lol. Ah, oh, hier, okay. Er ist durchs Fenster eingestiegen. Und dann ist er hier entlang gelaufen. Und dann ist er verschwunden. I need a key, it's locked. Smart, immer die schön die Spiegel immer verdecken. Damit man in seinen Spielen keine Spiegel einbauen muss. Was
Wieso ist der Chat so komisch auf YouTube? Ich sehe meine Nachrichten gar nicht. Du kannst auf Twitch rüberkommen, dann sieht man die. Auf Twitch gibt es eine Regelung, dass man beide Chats nicht zusammenpacken darf. Ansonsten werde ich gebannt. Ich kann auch Doggo sagen hier. Search. Da steht ja eine Person. Die habe ich gar nicht gesehen. Aber wieso schlägt sie ihren Kopf gegen die Wand? Mrs., Madame, Monsieur, Fräulein, Frau, Dame, wir sind vom Police Department, LACPD, Digga. Ist hier alles in Ordnung? Weggesprintet. Der hat Licht ausgemacht und ist einfach weggelaufen. Ja, ist ein Life-Luxury-Moment hier. Das stimmt. Digga. Stay. Nein. Stay. Follow. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo vielleicht eine andere Taste für Licht habe. Mal rückwärts. Okay, ne, der ist nichts. Licht in einem Horrorspiel. Halt eine Taschenlampe. Ich hoffe, ich habe irgendwo einen Schlüssel übersehen oder so. Weekly News. Painter moves in a new home. Whole family is very happy. The family, which includes Jolie's husband Jack and their daughter Annabelle, arrived with dreams of a simpler life. In a picturesque corner of a sprawling forest, the Smith family, led by the acclaimed painter Jolie Smith, has embarked on a journey into the heart of nature. Their new residence, Maple Street 22, einfach direkt gedoxt, has become not only a home, but a canvas upon which Jolie intends to paint the masterpieces inspired by the serene surroundings. Genau das. This house lives family of three. Jolie, Jack and their daughter Annabelle. Okay. Wer kennt's nicht, ne? Wenn die Zeitung über jemand berühmten berichtet und sie einfach dort direkt die Adresse droppen. Der berühmte Streamer Montana Black hat angefangen, ein neues Leben zu führen und ist jetzt umgezogen auf die Hamburger Straße 27. Cool. Wann droppt die Zeitung deine Adresse? Das muss sie nicht, habe ich schon selber gemacht. Keine Sorge, ich bin schneller als die Zeitung. Tja. Search the house steht einfach nur. Search. 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 Bella, search for clues. Bella gibt sich ganz viel Mühe. Bella, search for clues. Bella, search. You always find something useful. Bella, search for clues. Follow. Yeah. Ich glaube, Bella ist useless in diesem Fall. Wir müssen erst wahrscheinlich ein Leckerli finden, ne?
Ja, I guess ich habe irgendwo einen Schlüssel übersehen, ne? Irgendwo. Ich meine, vielleicht da, wo der Jumpscare kam, wo die Frau hier war. Hier in dem Raum vielleicht. So wegen Gameplay-wise und so, ne? Dass man hier hinkommt, gejumpscared wird und einen Schlüssel bekommt. Aha. Wir gehen auf Jumpscare-Jagd, Chat. So ein Spiel ist das. Wir müssen quasi so Checkpoints ablaufen. Hier kurz. Hier stand ja die Frau. Und jetzt sage ich mal hier. Search Bella. Chat, mein Hund ist kaputt! Bella, follow me. Hey, Henry. Warte, wo waren die Fußspuren? Hier, ne? Follow Bella. Bella, search. You always find something useful. So search, nicht followen. Bella, search. Jetzt. You always find something useful. Jetzt, man muss ja wirklich zu den Fußspuren gehen. Attacke! Mein Hund ist verschwunden. Chat, mein Hund ist verschwunden. It's locked. The TV is turned on. It's too dark to see. It's locked. The TV is turned on. It's too dark to see anything in there. Digga, ich muss doch eine Taschenlampe haben. Maybe I can find a key. Nicht mitnehmen. Ja, Bella, ich muss eine Taschenlampe finden oder so. Oder einen Schlüssel. Der Wind. Das himmlische Kind. Der wackelnde Stuhl. Peak Horror. Was? Ich sehe nichts. Es ist dunkel. Ich sehe nichts. Ich wurde vor irgendwas gejumpscared, aber ich sehe es nicht, weil es dunkel ist. Fuck. I think fuses went off. I have flashlight in the trunk of my car. Ah, jetzt kommt die Flashlight. Klang das nur für mich gerade so? Oder habe ich gerade Vogel? Oder habe ich gerade beim Ausfallen des Stroms einen Pistolenschuss gehört? Oh. Mmh.
Ja, was für Fuses. Der kann jetzt auch eine Fuse holen. Digga, ist alles durchgeplatzt. Bella, what is it, Bella? Come here. Hey, someone there? Jemand hat Bella mitgenommen, Chat. Damn, door stuck. Maybe I can find another way in. Damn, door stuck. Maybe I'm finding the brain room. Ja, das war's mit der Bella-Mechanik, ne? Mit Search, Follow. Das war's. Ja, Bella geht's gut. Das ist jetzt unsere Mission. Wir müssen jetzt Bella retten. Ich glaube, das ist kein Spiel, wo Tiere sterben. Nee, ich denke nicht. Hey, Bella! Bella, come here! Where did you go, girl? Wir sind drin, Chat. Jetzt kann ich auch diese Ecke sehen. Ich hab Bella gehört. Hat er nicht irgend so einen coolen Polizeikick drauf, mit dem er die Türen eintreten kann? Junge, diese Schrittgeräusche, die so ein bisschen irgendwie komisch klingen, als würden die von hinten kommen. Mach mich fertig, ey. Ich denke immer, jemand verfolgt mich. I don't know what's happening. I can't remember half of yesterday. My family started acting strange near me. Did I do something? Okay. Sounds a bit strange. Er hat versucht, da irgendwie so einen Filter drüber zu legen. Dass es halt so klingt, als würde es von seinem Recorder kommen. Hat nicht ganz so funktioniert. Da geht's aber nach oben, ne? Worum geht's denn im Horrorspiel? Wir wissen's nicht. Keine Ahnung. Wir sind hier in einem Haus. Und das war's. Ja, wo ist der nächste Jumpscare? Junge, diese scheiß Schritte. Ja.
liebe Spiele, wo du einfach random Schränke öffnen kannst. Wo nichts drin ist und sie auch eigentlich kein Element des Spiels sind. Und einfach nur verwirren. Eine Drahtbürste. Ich bin immer froh, dass ich diese Horrorspiele nicht spielen muss. Das Gameplay wird mich so nerven. Ja, da kannst du mal sehen, wie viel ich für euch hier aufopfere. Ich bin einfach so ein selbstloser Typ. Alles für euch, Chat. Oh, wir haben den Keller gefunden. Stay, Bella. Follow me, Bella. Follow. Bella, follow me. Follow me. Dafür verdienst du einen Orden. Where's the electricity box? Maybe I can get power back on again. Power ist an. Check, gleich kommt so ein gottloser Jumpscare, ne? Fuses? Ich brauche eine neue Sicherung. Und dann werden alle Glühbirnen von alleine repariert. Nee, andersrum. Lautstärke schon mal aufdrehen. Oh, hier ist noch eine Tür. Lautstärke schon mal aufdrehen, Chat. Füße hoch. Jumpscare kommt. Und jetzt drehe ich mich um und Jumpscare kommt. 3, 2, 1. Wo ist der Jumpscare? Wo ist er bloß nur hin? Er ist hier um die Ecke. Wo bist du? Der Jumpscare ist oben in der Küche. Electricity is back on again. Bella isn't here. I swear the barking was coming from down here. Okay, Jumpscare ist rechts um die Ecke, Chat. Wo ist er bloß doch hin? Oh. Was? Ich hab einen Jumpscare verpasst, Chat. Da war irgendwas. Junge, diese Schritte machen mich fertig, ey. Wir haben den Jumpscare verpasst, Chat, weil ich irgendwie in die falsche Richtung geschaut habe. Ich glaube, irgendwas war hier gerade auf dem Boden. Da, den sehen wir. What the fuck? What the hell? Oh man. Verdammte Scheiße, ich hab doch jemanden gesehen, der hier war. Verdammt. Sergeant Nikolaus hier, an die Zentrale. Ich brauch dringend Verstärkung. Bitte kommen. Maple Street 22, ich brauch hier Verstärkung. Ich hab eine Kamera gefunden. What is that? It's like someone is erratically stroking with a brush. The sound is coming from the painting room.
Ah, der hat uns ein Bild gemalt. Maybe I should take a photo of this. Book it into the evidence, just in case. Das ist ein sehr lautes Fotoapparat. That sound is coming from upstairs. Bella, is that you? Okay, lass uns hochgehen. Hallo Chat und Keggy, das erste Mal endlich auf Twitch dabei. Was geht ab, Miri? Willkommen. A song with a skippity beat. When the melody moves right along. Whee! Wo kommen die Jams her? I love an old-fashioned song. La 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 la. DMCA, bobbity boop boop. So easy to sing. Endlich Bann auf Twitch. With a skip, skip, skippity beat. I like a song with a skippity beat. When the melody moves right along. The kind of a tune you can. Wo spielt die Scheißmusik? Mach das aus! Mein Twitch-Kanal steht auf dem Spiel! That kind of thing. When it's bright and it's breezy. It's so easy to sing. The whole world is waiting for a musical treat. Die kennt meine Schwäche, Chat. Der Geist kennt meine Schwäche. Er war direkt hinter mir. Hey! Boah, das war laut. Das war laut. Aber die Tür ist offen. Moini. Nehmen wir einfach hier Madeline von Celeste. Aber mit AI generiert. Hier nochmal. Dear Diary, the house feels so scary. It's full of sad and bad feelings. Mom has changed and it makes me very scared. Her laughing used to make me happy, but now it makes me shiver. Dad says she's just tired, but I see he is scared too. Last night, I heard her talking to nobody. She was whispering to the air, like she thought someone was there, but no one was. I think she sees ghosts. Something awful happening to Jolie. Annabelle was worried about her mother. Number 15. Ich hasse diese Erzählerstimme. Ja, sorry, ich kann halt kein perfektes Englisch. Meine Eltern haben sowas zu Hause rumstehen. Also nicht, weil meine Eltern damit spielen, aber weil meine Schwestern Kinder haben und dann... Ich habe lieber Bruchenglisch als diese. Ja, hallo? Ich versuche das authentisch zu machen. Ich gebe mir schon sehr viel Mühe dabei, okay? Wir brauchen eine Videokassette. Ich hasse diese Schritte. Jetzt stelle ich mir deine Eltern vor, wie sie auf so einem Klettergerüst rumklettern. Keiner sieht's.
Ich habe, als ich das letzte Mal bei meiner Schwester waren, wegen Geburtstag, die haben im Garten ein Trampolin stehen. Und meine Mama ist dann irgendwann draufgegangen und das, also meine Mama ist nicht gestorben, aber meine Mama ist halt irgendwann aufs Trampolin draufgegangen, nicht sie ist draufgegangen. sie ist aufs Trampolin gegangen und das war very, very cute. Wie sie dort auf dem Trampolin rumgehüpft ist. Meine Taschenlampe flackert. Wir haben was Wichtiges gefunden. Ohne Schutz. Aber sie hat es überlebt. Mein Twitch-Chat ist weird heute, was ist los? Wieso flackert meine Taschenlampe? Das ist die Ankündigung für einen Jumpscare-Chat. Habe ich irgendwo eine Tür übersehen? Ich sehe nur immer so zwei, drei Nachrichten, der Rest ist immer grau. Ja, ich würde an der Stelle, denke ich, einfach den PC verbrennen. Kontaminiert. Und hey, Tucker. Ja, haben wir schon mies gekotet? Ja. Ich habe mich schon mehrmals gespoopt. Ah. Nee, doch. Ist das Ding weiter nach hinten geschoben worden? Nee, oder? Ja, keine Ahnung, ob ich irgendwie eine Videokassette erst finden muss. Oder jetzt im Erdgeschoss sich wieder was verändert hat. Weil wir hier oben haben hier keinen Jumpscare gefunden. Denke ich wieder, gehe wieder runter, ne? Yo, ciao, Nusila. Irgendwie flackert's hier, ne? Ist das ein Hinweis? Hier flackert's. The Red Key. Hier flackert's. Wieso flackert's hier? Wieso klingt es die ganze Zeit so, als hätte ich so eine, wie heißt das, so eine Lichtröhre die ganze Zeit an meinem Ohr. Ah! Ah! LAPD, runter auf den Boden! Ich hab gesagt runter! Auf den Boden! Die ist doch auf dem Boden, ne? Hände auf den Rücken! LAPD! Ich muss schießen, Chat. Ich muss schießen. Die macht die Hände nicht auf dem Rücken. Ich muss schießen. Anlegen. Okay.
Du! Du! Die hat mich mit einem fucking Buu erschreckt. Die hat mich mit einem fucking Buu erschreckt. Oh nein. Yeah. Aber der Prank, der Jumpscare war actually gut. Der war gut. Hey, oh mein Gott. Diese komischen VHS-Effekte sind so. Nein! 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 Stopp! Wer hat mich da gerade eigentlich angepackt? Da kam auf einmal irgend so eine komische Hand. Hat einfach kurz meinen Kopf gedreht und dann war alles wieder in Ordnung. Mysterious disappearance. In a remote corner of expensive forest, the residence at Maple Street 22 has become the backdrop for an unfolding tragedy that has left locals in shock, Digga. The sirene isolation of the dwelling has taken a dark turn following the unexplained disappearance of Jolie Smith, a woman whose mental health had been spiraling into distressing territory. What began as an idyllic retreat into nature has become the stage for families' descent into mental turmoil. Mm-hmm. Where did Jolie disappear? Jolie. What Jolie, happened to her? Jolie, Jolie. Hey, nein. Nicht Tür zumachen. Dachte kurz, du spielst wieder das erste Spiel. Pobre Kurve! Schon wieder du. Noch so eine Puppe. Oh. Kurz gedacht, Puppe ist wieder verschwunden. Hilfe. Ich bin in PT gelandet. Die Puppe ist weg. Lost in Rome. Sie ist in Rom-Chat, die Puppe. Die Puppe ist wieder da. Danke. Und die Puppe ist wieder weg. Und die Glühbirnen sind ein zweites Mal geplatzt. Yo, moin! Öffnet ihr jetzt alle eure Augen? Nee. Die öffnen wirklich alle ihre Augen. Ja, dann lass uns einen coolen Film anschauen. Da saß jemand. Junge, diese VHS-Effekte sind so unnötig scheiße.
Wie stecke ich meinen Film rein? Ich kenne diese antiken Geräte nicht. Junge, es ist so warm, mein Wasser ist warm geworden. Ich habe zum Streamstart mir die Karaffe aufgefüllt, das Wasser ist warm. Irgendwie stirbt hier die Frames, oder? Hier in der Ecke beim Fernseher. Aber nur, wenn der Fernseher an ist, oder? Weird. Streamer weiß nicht, wie DVD-Player funktioniert. Starker Kommentar. Würde ich anpinnen. To play VHS, Digga, press right mouse button on the VHS player. Okay. Ich habe alles gedrückt, nur nicht die rechte Maustaste. Morgen 33 Grad. Ja, wir werden uns morgen aber den Stream gut kühl machen, weil wir werden morgen Heavy Rain spielen. Es wird heavy regnen, Digga, versteht ihr? Ja, mach an jetzt. Ich hab die rausgeholt. Sie malt. Sie guckt mehr. Sie macht ein bisschen Nackenmuskulaturübungen. Sie hat ihr Bild umgeworfen. Oh mein Gott, du mieses Drecksding! Moin. Ich komm da mal rein, ne? Oh nein, das ist eine Balkontür, Chat. Es wird gleich wieder laut. Die Scheibe platzt gleich wieder. Oh mein Gott, die Frames. Was hat das Spiel mit Fernsehern? Wieso kommt das Spiel mit Fernseher nicht klar? Bella? Schnell den Fernseher ausmachen, die Frames sterben. Okay. Fabian, Dankeschön für 10 Monate. Ja, die miese Sau hat mich gerade ausgesperrt, jetzt bin ich komplett nass.
Nein, unser Hund lebt noch. Unser Hund wird uns am Ende retten. Sie malt wieder, Chat. Sound of brush strokes again. Sie malt wieder. Das ist aber nicht das richtige Bild. L. War das bei dem anderen Bild auch? Dass da ein was drauf war? Ja, tatsächlich. DL. Sie hat mir einfach ein L gegeben. Big L an dich, dass du hier bist. Okay, dann haben wir jetzt ein DL. 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 Was könnte aus DL entstehen? Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Wörter, die mit DL anfangen, oder? DL, DL, DL. Gibt es überhaupt Wörter im Englischen, die mit DL anfangen? Ich dachte, die Sicherung ist rausgeflogen. DLC. Ah. Das wird dann der Plot-Twist sein. Wir müssen erst das DLC runterladen, um das richtige Ende zu sehen im Spiel. Bella, jetzt reicht's aber. Bella, wenn du jetzt nicht kommst, gibt's heute keinen Fernsehabend für dich. Vielleicht endet es mit LD, man muss rückwärts lesen. Old. Weil die Frau alt war. Ist die Reihenfolge fest oder muss man die Buchstaben erst sortieren? Das müssen wir noch herausfinden, ne? Wir brauchen mehr Hinweise. Ich weiß auch nicht mal, wo ich das überhaupt eintippe. Wahrscheinlich muss ich ja nirgendwo eintippen, sondern irgendwie der Geist will uns was sagen. Julesy, was geht ab? Dankeschön mittlerweile für 2 Jahre, du Legende. Vielen, vielen Dank. Willkommen in der Gold Gang. Danke. Ja, wo ist der nächste Jumpscare? Wo finden wir den nächsten? Bisschen Collectathon, so wie Mario 64, ne? Puppe guckt jedes Mal dahin, wo ich bin. Das ist wie bei so Bildern von Menschen, von Porträts. Das sieht immer so aus, würden die dich angucken, von egal wo du bist. Ach ja, stimmt. 24 sind 2 Jahre. Das ist gar kein Gold. Das ist ein Dia. Das ist nicht Türkis. Was ist Türkis? Das ist ein Dia. Shine bright like a diamond, Jules. Dass wieder irgendwo ein Schlüssel ist, ne?
Wo war der letzte Jumpscare, Leute? Der letzte Jumpscare war beim Fernseher, ne? Vielleicht ist hier jetzt ein Schlüssel gespawnt. Ist das vielleicht ein Hinweis-Chat? Müssen wir vielleicht zu dem umgekippten Ding? Zu dem umgekippten Aufsteller? Vielleicht müssen wir zu dem umgekippten Ding, ne? Warum ist es eigentlich so warm? Ich finde das gar nicht so warm. Ich war heute draußen. Ich bin heute zum Lidl gelaufen. Ich fand es angenehm. War so ein schöne Brise noch. War angenehm. Okay. Ich schwitze wie ein Schwein. Mach mal Oink. Wie ein Schwein? Tatsächlich, Chat, das war der Hinweis. Key added to inventory. Heute ist angenehm, gestern war schlimm. Ja, gestern war ich nicht draußen, keine Ahnung. Aber ja. Bei mir hat es auch gestern nach dem Stream mega geschüttet. Und geblitzt und gedonnert. So, neues Zimmer, Chat. Hier kommt der nächste Jumpscare. Macht euch bereit. Jumpscare. Jumpscare. Nein, nicht Fernsehen. Das killt die Frames. Hey, Macarena. Ai. Da war jemand. Stop, Police. Bleiben Sie sofort stehen. Sie sind festgenommen. Bild ist weg. Sie kann uns gleich ein neues malen. Wie oft platzen eigentlich in diesem Haus eigentlich noch die Glühbirnen? Die Geister tauschen immer wieder die Glühbirnen aus, ne? Ich finde die Variation von den Jumpscares super, ja. Ich finde es auch cool. Alle 5 Minuten platzen alle Glühbirnen. Du schon wieder. Du alter Ganove. Geht denn da drin ab? We need to find Bella and get the fuck out of this place. Something really wrong going on. Wirklich ein sehr schöner Song. Aber wir dürfen nicht zu lange hören. DMCA, Leute. DMCA Strike. Okay. Dir, Annabella. Ich hoffe, dieser Brief findet dich gut. Es ist weiß, seit wir gesprochen haben letzte Mal. Seit deine Mutter verschwunden ist. Das Haus hat genommen einen seltsames Leben seines eigenen. Ich habe gehört, ihre Stimme in den Wänden. Annabelle. Spät nachts, wenn die Welt ist still, ich fange
Stücke von ihrem, Ausschnitte von ihrem Gelächter. Einziger Platz, ich fühle sicher, jetzt ist meine Kabine in den Wäldern. Aber sogar da verliere ich meinen Verstand. Google-Übersetzer. So. Father seems very desperate after his wife disappears. Brother, he's also going mad. Also gehen wir jetzt zu den Cabin in den Woods. Dear Annabelle, ich kann nicht nehmen mehr. Hey, Maka! Diese dummen VHS-Effekte. Why? Wir sind in der Kabine. Scheiße, was habe ich getan? Nein! Wer ist der denn? Das war der Vater. Wir haben jetzt vorher schon das Kind auf dem Boden gesehen, jetzt den Vater hier gesehen. Und die Mutti, immer wenn wir die Mutti sehen, dann ist sie irgendwie ganz weird. Schlägt ihren Kopf gegen die Wand. Moin, alles in Ordnung? For boiling water. Ist das dieser Internet-Historian? Genau. Er hat was uns geschrieben, Chat. Er hat was uns für uns hinterlassen. Nein, ich will's lesen. Die Annabelle. Ich kann nicht mehr diese. Ich denke, ich werde verrückt. Diese Stimmen, diese Schatten, ich kann einfach nicht mehr. Ich hoffe, du kannst das alles vergessen und in deinem Leben weiterleben. Es tut mir leid, aber das ist ein Auf Wiedersehen. Nee, nicht Auf Wiedersehen, das ist ein Tschüss. Liebe dein Papa. Das ist ein Tschüss. Das ist ein Tschüss. Ich kann aber nicht aus der Kabine raus. Nein. Schon wieder die Glühbirne. Nein, lesen. Papa, es ist eine Weile her, seitdem ich von dir gehört habe. Ich kann dich am Telefon nicht erreichen. Sieht so aus, als wäre die Leitung getrennt. Zufälligerweise macht es einen Toll auf mich. Und ich brauche das Wissen darüber, dass du sicher bist. Ich habe bin vor kurzem umgezogen in eine neue Stadt, um meine Studien zu verfolgen. Und ich habe eine neue Nummer. Bitte ruf mich an, so bald wie möglich. Jederzeit, Tag oder Nacht. Annabelle. Okay, 415-12-15-19. Okay, 15, 12, 15, 19. Und davor einfach die 4. So, wo? Jack killed himself. This house must have driven him mad. Maybe I could try calling Annabelle. She indicated her phone number in the letter. Wir müssen jetzt nur das Telefon finden. Enable. I have to call enable. Aber wo bin ich hier? Hier fehlt ein Gang.
Where is the gang? Habe ich hier ein Telefon? Hier vielleicht? Toilettentelefon? Schön hier so Telefon daneben. Chad, wenn ihr ein Telefon wärt, wo wird... Ah, okay. Bella? Is that you? Das ist Bella! Bevor etwas passiert, letztes Foto von Bella. Bella! It's Nein, me. Hinter mir, Chad. Come here, girl. Bella. Oh mein, was war das denn? Die ist irgendwie durch mich durchgeklippt. Der Jumpscare war echt weird. Der war echt weird getimed. Ich habe das Gefühl, je länger ich das Spiel spiele, desto beschissener läuft mein PC. Hat das Game irgendwie ein Memory Leak vielleicht? Das ist ein Virus. Die Emojis im Overlay laggen auch. Ja, irgendwie ist gerade alles so ein bisschen am laggen. Immer Stück für Stück, aber jetzt immer schlimmer und schlimmer. Signal ist? Hello? Who's this? Hello? I'm so glad you answered. I am Detective Clay Kreest. I got a distress call from house in Maple Street 22. But there is no one here, and something strange is happening. What are you talking about? After my mother disappeared, my father could not handle it. And no one lives in that house, and it's abandoned for more than 10 years. Is this some kind of joke to you? What? Loading? Was für Loading auf einmal? Dreaming? The house. It looks much older than before. Okay, das ganze Haus musste neu geladen werden. Das war alles nur. Der kann jetzt auch einen Fuse holen. Der ist alles durchgeplatzt. What is the meaning of this shit? Vielleicht lief deshalb das Spiel so scheiße, Chat. Weil das Spiel die ganze Zeit noch währenddessen irgendwie mein Mikrofon aufgenommen hat. Und die ganze Zeit noch im Hintergrund was gestalkt hat. Und deshalb wurde es immer schlimmer und schlimmer, weil es immer mehr und mehr abgespeichert hat oder so. Der Teddybär, lass mich nicht rein, Chat. Okay, jetzt.
Die Stimmen sind wieder da. Jetzt hat er eine Taschenlampe. Jetzt lässt er mich nicht mehr raus. Hättest nicht so viel reden sollen. Ja, aber das Spiel funktioniert ja dann gar nicht, wenn du kein Streamer bist. Oder Let's Player bist, oder? Weil wenn du zu Hause sitzt und das Spiel alleine spielst, dann hältst du ja deine Fresse. Oder es soll so sein, dass du eigentlich nicht redest, sondern dass du dann vielleicht nur beim Spielen mal irgendwie gehustet hast, mal deine Chips-Tüte gegriffen hast. Und dann kommen diese Geräusche und die sind dann weird. Wenn da so plötzlich so ein hallendes Chips-Ess-Geräusch kommt. Am besten niesen, ja. Mann, Chat, der lässt mich nicht mehr raus. Oh, jetzt. Digga, ich muss so eine Taschenlampe haben. Damals, kennt ihr noch, Chat, als ich hier ohne Taschenlampe rumgelaufen bin? Das waren Zeiten. Oh, ich hab einen Jumpscare verpasst. Da war was, Chat. Schnauze. Mann, diese dumme Puppe schon wieder. Digga, ich muss so eine Taschenlampe haben. Boiling water. Another mysterious disappearance near house on Maple Street 22. Women's car found near the site, but there is no trace of her. Police and people scattered all forest and long abandoned house with no success. This is eighth time that people goes missing near what locals calling haunted place. Ja, schade. Irgendwas von Can you feel the fear? Das Einzige, was ich fühle, ist my heart. Can you feel my heart? Oh, 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 oh. DLS. DLS sagt man doch zu Spiegelreflexkameras, oder? Hey, mein Gott. Diese komischen VHS-Effekte sind so. Ja! Wirklich! Der Mann hat recht. Ist DLS nicht irgendwas mit Internet? Nee, das ist DNS. Oder DSL, ja. Nee, DLS sagt man, glaube ich, bei Kameras. Ist ein Begriff bei Kameras. Naja, es gibt Spiegelreflexkameras und DLS-Kameras oder so. Ist sie wieder, Chat. Sie hat mittlerweile ihre Haare verloren. Jetzt kommt wieder der VHS-Effekt. Oh ne, diesmal haben sie es smart gemacht. Diesmal haben sie smart versteckt. Normalerweise, sie steht da, du gehst auf sie zu. VHS-Effekt! Weg ist sie! Wow! Eine richtig faule Scheiße. Nicht die Emojis!
Na, DSLR war's. Okay, ja, wir kriegen gleich das R noch. Also der war jetzt ein bisschen größer und der sah nicht aus wie die Frau, oder? Der war etwas größer. Hatte so eine lange Nase gehabt. Ist das vielleicht der Dämon, der in der Frau war? Ich kann's nicht lesen. Ist es, weil ich die Grafik so niedrig habe? The shadow of the day, and embrace a world in gray, and the sun will die for you. Ich kann's aber nicht lesen, ne? Ich kann's nicht rausholen. I got struggle by... Ja, scheiß drauf, Digga. Meine Taschenlampe geht irgendwie auch nicht mehr, ne? Meine Taschenlampe ist kaputt. Ah, jetzt geht's wieder. Da drin, hier drin ist Taschenlampenverbot. Jetzt geht sie. Okay. Struggle of the day. PC macht gleich Bumm. Nee, der schafft das. Mein PC schnurrt wie ein Kätzchen. Mein PC hat schon Schlimmeres durchlebt, ja? Hier ist eine Wand jetzt aufgegangen. Secret. Secret Tunnel. Geheimer Tunnel. Mein Gott. Dieser VHS-Effekt ist so garbage. Da steht sie wieder. Sie zappelt wieder. Gleich verschwindet sie wieder im VHS-Effekt. Mhm. Starkes Game. Da ist jemand. Ein Toter. Scheiße, Skelette-Chat. Ich habe Angst vor Skeletten in Videospielen. Ich finde Skelette immer super gruselig. Oh, Skelett. Deshalb hasse ich auch Halloween-Chat. Weil bei Halloween überall dann Skelette aufhängen und so. Ja, ich kann auch kein Undertale spielen. DLSO. Spooky Scary Skeletons. DLSO. Es hat doch nichts mit Kameras zu tun. Here's something inside, but it's locked. DSLO. Bella! Seht ihr, sie lebt. Get the fuck out of this place. Ja, Mann. Lass aus diesem verfickten Platz weggehen. Und ihr habt nicht geglaubt. Ihr dachtet, Bella ist weg. Bella ist eine gute. Das ist ein deutscher Schäferhund. Und da kommt der bengalische Tiger rein. Chat, mir fehlt was. Mir fehlt was.
LDSOLP. Mir fehlt ein Bild. Nee, doch. Warte. Aber Hund lebt. Bella survived, but you died. Finde ich, ist ein gutes Ende. Es gibt vier Endings. Also vier Endings. Am I dreaming? The house. Nah. It looks much older than before. Ja, wir müssen den Old House Part nochmal machen. Nee. Ich denke, wir haben das beste Ending erreicht. Ich bin nicht so interessiert an den anderen drei Endings. Aber Chat, was ich jetzt noch weird fand mit dem Code. Also das mit dem Code finde ich eine coole Idee. Aber wir haben vier Buchstaben bekommen, ne? Und auf dem großen Foto in dieser Galerie waren auch nur vier Bilder. Aber ich konnte trotzdem fünf Sachen eintippen. Nee, in der Galerie waren noch vier Bilder. Dolls. Aber wir hatten nur ein L. Einfach Wordle. Oder wir mussten uns das zweite L denken. Dass es zwei Ls sind. Auf jeden Fall kriegt das Spiel ein L von mir. Junge, das war echt scheiße. Also ein paar Jumpscares waren schon ganz nett. Die Idee fand ich auch ganz cool, gerade mit dem dass du am Ende quasi den Namen des Dämons eingeben musst. Fand ich auch ganz cool, die Idee. Aber ansonsten, also das mit dem, dass du deine eigene Stimme hörst, war halt funny, aber das passt ja, also das ist ja komplett Trash. Ich weiß nicht, was daran der Horror ist, deine eigene Stimme nochmal zu hören, eine halbe Stunde später. Ja, das war einfach nur mega lustig. Aber das soll ja nicht lustig sein, das ist ja ein Horrorspiel. Und der Entwickler dachte sich dabei, ja, das ist gruselig. Aber ich verstehe den Horror dahinter nicht. Also die Idee dahinter nicht. Also was jetzt daran jetzt Horror sein sollte. Also ich meine, klar, ob man sich vor etwas gruselt oder nicht, ist natürlich sehr subjektiv, ne? Aber bei den meisten Sachen, ich grusel mich vor den meisten Sachen ja eh nicht, aber ich gette es, sage ich mal. Ich gette es, wieso es gruselig ist und ich mag auch diesen gruseligen Vibe und so, ne, trotzdem. Aber das, was war die Idee dahinter? Also was soll daran jetzt, inwiefern soll es die Horroratmosphäre deeper gestalten? Waren die Aufnahmen maybe alle von der Zeit, wo Bella da war? Nee, das war alles nach Bella. Ich hätte nach den ersten 5 Minuten echt nicht gedacht, dass wir das durchspielen. Ja, ich wollte es nach den ersten 5 Sekunden nicht mehr spielen, als ich die Stimme gehört habe von einem Typen. Aber ja, Spiel hat 10 Euro gekostet, ne? Ich wollte es nicht einfach direkt wieder wegwerfen. Miau! Miau! Biaki! So. Ja, lustig war es trotzdem. Aber wir sind ja eigentlich nicht für was Lustiges hier. Wir sind ja eigentlich für Horror hier.
In the shadow.